Freiburg ist als Green City weltweit bekannt und Vorbild in vielen Umweltfragen. Viele von uns wissen, wie wichtig es für den Klimaschutz und für die Gesundheit ist, mal das Fahrrad zu nehmen, um von A nach B zu kommen. Aber wusstet ihr, dass der komplette landwirtschaftliche Bereich mehr Klimagift verursacht als der komplette Verkehrssektor zusammen? Über die Hälfte davon verursacht durch landwirtschaftliche Tierhaltung. Aktuell steht besonders die Massentierhaltung vollkommen zu Recht unter Beschuss. Für billiges Fleisch werden Tiere zu Rohstoffen gemacht und die Corona-Krise hat uns nochmal verdeutlicht, wie katastrophal die Arbeitsbedingungen in Massentierhaltungsschlachthäusern sind. Das kann man nicht unterstützen und auch eine Stadt Freiburg hat eine Verantwortung, besonders als Green City. Deswegen fragen wir nach, woher bekommt die Stadt ihre Lebensmittel, beispielsweise für die Kantinen oder für städtische Veranstaltungen? Deswegen möchten wir wissen, wie sie Klimaschutz und Ernährung auch langfristig zusammenbringt.